Mein Pony ist schon wieder irgendwie sehr lang, ne? Also irgendwie. Ich sehe schon wieder nicht mehr viel. Lieben, heute ist Montag, das heißt der erste Tag einer neuen Vlog-Woche. Ich habe gerade gedreht und bei mir ist gerade mal wieder das Chaos ausgebrochen, wie immer, wenn ich drehe. Wollt ihr es nochmal sehen, mein Chaos? Wartet. Da steht was rum, da steht was rum. Da sitzt der Kleine. Bibidi. Und, ja, wie immer, wenn ich drehe, ist bei mir Chaos. Ich habe. Oh, was geht denn mit meinem Pony? Das ist heute so absolut furchtbar. Ich habe heute die Auslosung für mein Gewinnspiel gedreht. Das geht morgen dann online. Und ja, habe meine Reihenvorstellung zur fünften Welle gedreht. Ich habe Harry Potter weitergelesen. Da sind wir jetzt auf Seite 530 ungefähr. Und dieses Buch zieht sich einfach immer noch so in die Länge. Aber so langsam passiert doch mal ein bisschen was. Ansonsten habe ich heute noch Bad Girls 3 beendet. Das ist ja die Geschichte von Charlotte und Kian oder Kian oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und ich muss sagen, der dritte Teil hat mir besser gefallen als die ersten beiden Teile. Und man merkt, dass die Autorin da definitiv auch schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, also sich weiterentwickelt hat, auch was das Schreiben betrifft. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ansonsten ist bei mir heute noch nicht viel passiert. Ich habe 4 Stunden gearbeitet, habe jetzt gerade Mittagspause, werde jetzt gleich was zu Mittag essen. Und aber nur eine Kleinigkeit, ich werde mir, glaube ich, nur einen Joghurt mit Schoki machen oder so. Ich bin so ein kranker Mensch, ich mache mir Schokolade in meinen Joghurt, weil ich das einfach total lecker finde. Mein Freund findet das jedes Mal ekelhaft. Heute ist Dienstag, der, ich weiß gerade gar nicht, 17., 18. Oktober, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade Mittagspause, bin jetzt gerade mit dem Stinky draußen zum Spielen und ich habe angefangen, Dirty Secrets zu lesen. Ich bin verwirrt, dieses Buch verwirrt mich ungemein. Also, ich habe absolut keinen Plan, was mit den Charakteren da abgeht. Und ich habe keine Ahnung, was überhaupt los ist. Also das erste Kapitel war schon mal nur Sex. Und, Und jetzt blickt man im zweiten Kapitel auf die Vergangenheit zurück. Also man springt 17 Jahre in die Zeit in der Zeit zurück. Aber was das jetzt so genau eigentlich alles auf sich hat, weiß ich auch nicht, ne? Also bis jetzt ist es sehr irritierend, weil er hat sich mit dem einen Mädel getroffen. Das ist aber die einzige Frau, die er nicht haben darf. Aber man erfährt auch nicht, warum. Ich vermute mal, es ist seine Stiefschwester oder so. Aber ich weiß es nicht. So, und mein Hund fängt an, sich in irgendwas zu wälzen. Baby, die nein! Wenigstens bist du nicht so voll scheiße wie am Sonntag. Ihr habt es ja im Video gesehen, ne? Oh, der hat sich voll in den Flatschen Durchfall gehauen. Uah. So, und ich hab. Ja, also dieses Buch irritiert mich im Moment, ich bin etwas verwirrt. Und ja, mehr gibt es im Moment eigentlich auch gar nicht zu berichten. Ich habe kein Harry Potter weitergelesen, weil die Annika ist krank und jetzt ist ja auch Buchmesse am Wochenende. Deswegen setzen wir jetzt die Woche auch einfach mal aus, was das betrifft. Mehr gibt es von mir auch im Moment gar nicht zu berichten. Ich habe nichts weiter gelesen. Mal schauen, ich werde das Buch nachher weiterlesen und werde euch dann wieder berichten. So viel erstmal dazu. Bis dann. Heute ist Mittwoch und ich dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich bin schon wieder am Spielen mit dem Kleinen. Ich habe gerade Mittagspause. Ich arbeite heute zwar von zu Hause, mache aber heute durch bis 16 Uhr, habe jetzt gerade nur Mittagspause. Und habe dann gestern auch noch in Dirty Secrets weitergelesen und dieses Buch wird immer schlimmer, ey. Oh. Also der Plot ist so vorhersehbar. Ich weiß jetzt schon, wer die Entführer sind. Also, im Buch geht es ja darum, dass. So eine Geschwisterliebe zwischen zwei Adoptivgeschwistern, die ja auch gesetzlich verboten ist und bla. Und die zwei sind entführt worden, wo sie 15 waren. Und ja, die suchen jetzt halt noch nach den Entführern und wollen jetzt halt rausfinden, wer da dahinter steckt. Und ich weiß jetzt schon, wer die Entführer sind. Und sie kriegen es nach 17 Jahren nicht raus. Oh. Ja, dann geht es natürlich um diese verbotene Liebe zu den beiden. Und dieses Buch
nervt mich im Moment ein bisschen an, weil der Plot ist eigentlich ganz gut, aber dieses ganze Drum und Dran, nein, 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 es stört mich, das ist einfach nicht mein Ding. Ich versuche das Buch heute auf jeden Fall noch fertig zu kriegen, ich glaube, ich habe noch 100 Seiten oder so. Das dürfte ich heute noch schaffen, damit ich das dann endlich fertig habe und ich mich was anderem widmen kann. Ich weiß noch nicht, was ich dann danach lesen werde, weil ich habe ja dann nur noch morgen und Freitag ist ja schon Messe. Auf jeden Fall, Dirty Secrets ist irgendwie, wie gesagt, von der Handlung her echt gut, aber so das Ganze drum und dran, das stört mich irgendwie. Das ist mir irgendwie zu viel von allem und es ist, wie gesagt, ich bin, glaube ich, kein Erotikmädchen. Ich bin ein New Adult mit Liebesgedöns und ein bisschen Erotikmädchen, so Jalen, Samantha Young und alles, aber ich glaube, so richtig harte Erotik ist einfach nicht meins. Aber das hatte ich euch ja gestern schon erzählt, dass diese SM, BDSM, was auch immer scheiße, nicht mein Ding ist. Und ja, so, ich gehe jetzt noch ein bisschen arbeiten. Bis dann. Du bist gar nicht ballfixiert. So gar nicht. So, ihr Lieben, ich habe jetzt fertig gearbeitet. Wir haben fertig gegessen. Und ich habe fertig Dirty Secrets gelesen. Also ich glaube, ich habe zu diesem Buch eine kleine Hassliebe entwickelt. Die Story an für sich fand ich gut, also was die Handlung betrifft. Auch wenn sie total vorhersehbar war und total unüberraschend. Es war am Ende genauso, wie ich dachte. Trotzdem würde mich jetzt interessieren, wie das Ganze weitergeht. Aber da war so viel Sex in diesem Buch und so viel... Und die Charaktere waren auch nicht so mein Fall, dass ich eigentlich sage, bin froh, dass es fertig ist, ich lese nicht weiter. Aber irgendwie ist die Neugierde des Menschen stärker. Man möchte natürlich doch wissen, wie es weitergeht. Also weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich muss dieses Buch nochmal ein bisschen sacken lassen. Also wie gesagt, wer drauf steht, viele Sexszenen zu lesen in einem Buch, der sollte sich Dirty Secrets auf jeden Fall mal angucken. Eigentlich, aber ich möchte wissen, wie es weitergeht. Mann. Ansonsten saß ich ja heute den ganzen Tag an dem PC da und habe gearbeitet. Und jetzt sitze ich an meinem Zuhause-Privat-PC und muss noch den Vlog von letzter Woche schneiden und sortieren und sichten und... Oh Gott. Naja, kriege ich schon irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was lesen werde, deswegen denke ich, dass das auch mein letztes Update für heute ist. Heute ist ja nicht allzu viel passiert, wie eigentlich nie. Und ja, ich melde mich dann morgen nochmal. Oh, dieses Flugzeug. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist noch recht früh, wir haben es kurz vor 7 und ich hasse diese Zeit jetzt schon, wo es stockfinster ist. Und jetzt auf Arbeit, heute ist Donnerstag und morgen geht's zur Buchmesse, ich freue mich schon so. Ich werde dann morgen und übermorgen die 2 Tage nicht mit in den Vlog nehmen, ich werde da kleine Impressionen euch zeigen. Gehe jetzt ins Büro, heute ein bisschen arbeiten, ich habe hier und da die Pakete von meiner Auslosung. Ich habe alle Adressen inzwischen bekommen, Gott sei Dank, da kann ich die heute nämlich noch zur Post bringen. Und dann habe ich das vor der Messe auch noch erledigt. Und ja, jetzt gehe ich erstmal ins Büro. Mein letztes Update vor der Buchmesse, weil ich muss die Kamera gleich noch ans Ladegerät hängen. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Vlog hochzuladen. Der soll morgen nämlich online gehen am Messefreitag. Den muss ich jetzt noch hochladen und fertig machen, dass ihr das auch morgen sehen könnt, sonst ist das doof. Ich wollte jetzt aber auch nicht bis nächste Woche ziehen, den Vlog, deswegen kriegt ihr den morgen schon zu sehen. Ich habe den gestern extra noch für euch fertig geschnitten in 4-stündiger Arbeit. Ihr glaubt gar nicht, was Schneiden für eine scheiß Arbeit ist. Ja, mein Freund hat dafür auch irgendwann kein Verständnis mehr. So ist das halt so. Das Video braucht jetzt noch 4 Minuten, dann muss ich noch ein Thumbnail dazu erstellen. Und dann muss ich meine Tasche noch packen. Wie gesagt, den Presseausweis habe ich jetzt schon zurechtgeschnitten. Meine Visitenkarten habe ich hingelegt.
Die Actioncam hängt schon am Ladegerät und jetzt will ich die noch ans Ladegerät machen. Deswegen ist das mein letztes Update und ja. Ich muss Haare machen, ich muss duschen, ich muss Koffer packen. Ich überlege, was ich heute nicht noch alles machen musste, aber ich habe es mir auf den Zettel geschrieben. Haha, damit ich nichts vergesse. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich heute an dieser Stelle. Und ihr kriegt jetzt als nächstes ein paar Impressionen von der Buchmesse. Und wie gesagt, ich mache dann ein extra Video zur Messe. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dann. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up those ceilings when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. Just imagine. Es ist Sonntag, der Tag nach der Buchmesse. Ich bin auch total müde, es ist jetzt um 9. Wir haben ausgeschlafen gerade, mein Freund macht gerade das Frühstück. Ich gehe mit dem Stinky raus und ich war gestern Abend sehr, sehr geschafft und sehr, sehr fertig. Ich habe auch nicht mehr geschafft, noch alle Videodateien zu kopieren oder mir das Ganze nochmal anzugucken. Ich war einfach so müde. Und ja, ich habe dann gestern noch kurz mit den Mädels geschrieben. Und ich muss sagen, die Buchmesse war der Hammer. Der Freitag war super genial. Das war so ein schöner Tag. Wir hatten so viel Spaß. Und ja, war mega cool. Und Samstag hat man gemerkt, dass wir dann schon etwas geschaffter waren als Freitag. Und Sina war ja dann leider nicht mehr da am Samstag. Aber es war trotz allem auch ein sehr schöner Tag. Wenn auch etwas stressiger aufgrund der Massen auf der Messe. Also man hat es wieder gemerkt am Samstag so, scheiße, Ellenbogen ausfahren und irgendwie durch die Massen quetschen. Also anders ging das gar nicht. Und meine besten Erfolgserlebnisse von der Messe, falls euch das interessiert. Ich habe von Sina am Freitag ein Buch geschenkt bekommen. Dooferweise, nachdem wir Sebastian Fitzek getroffen haben, weil es der Nachtwandler von Sebastian Fitzek war. Und ich habe dann gesagt am Samstag, wir müssen gucken, ob wir den Fitzek noch mal irgendwo finden. Der hatte zwar Samstag Signierstunde, aber jeder von euch, der Sebastian Fitzek kennt, weiß, wie die Signierstunden aussehen. Und dann bin ich mit der Annika hoch zum Drömer Knauer Verlag und da saß der gute Mann gerade da und hat gegessen. Und ich habe ihn frecherweise einfach angesprochen. Wir haben ein Foto gemacht und er hat mein Buch signiert und ich habe mich riesig gefreut. Und ja, also ich habe ein Autogramm und signiertes Buch von Sebastian Fitzek. Wuhu! Dann habe ich jetzt endlich komplett meine ganzen Laura-Bücher signiert. Ich hatte Adit mitgenommen am Samstag zur Signierstunde. Boah, es war so voll bei Laura's Signierstunde. Das glaubt ihr gar nicht. Wahnsinn, ey. Ich meine, in Leipzig war es ja schon relativ voll, aber hier in Frankfurt, das hat das Ganze nochmal getoppt. Mega, ey. Diese Schlange war so lang. Und wir hatten uns Gott sei Dank schon sehr zeitig angestellt. Aber es war so krass. Und die Goodie-Bags von Laura waren wieder so super. Also ich weiß nicht, jeder, der Laura ihr Goodiebag-Video gesehen hat, ich kann es euch mal unten in der Infobox verlinken. Der weiß ja, wie viel Mühe sie sich damit immer gibt und ich habe mich so riesig gefreut, dass ich eins bekommen habe und habe mir meinen zweiten Teil von Adip signieren lassen und jetzt habe ich alle meine Laura-Bücher signiert und ja, ich habe mich riesig drüber gefreut. Laura, falls du das irgendwie mal siehst, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber, was du bei Adip reingeschrieben hast. Jetzt wusste ich gerade mal kurz Päuschen machen, mein Hund hat sein Geschäft verrichtet. Und ich muss das ja aufheben und wegmachen, deswegen musste ich jetzt mal Zimmel einmal laufen. Ihr kennt das sicherlich, falls ihr Hundebesitzer seid oder so. Ja, was ich gerade noch erzählen wollte, auch ein weiteres Highlight am Freitag war, dass wir mit Laura uns auf dem Kaffee getroffen haben, dass sie sich da die Zeit für uns genommen hat und wir ein bisschen mit ihr quatschen konnten. Das war so schön, das war so entspannt und es war schade, dass Laura dann wieder zum nächsten Termin musste, aber jetzt macht er nochmal sein Geschäft, sag mal. Hund, wo war ich jetzt? Ach ja, ich fand's cool, dass Laura sich die Zeit für uns genommen hat und wir da ein bisschen mit ihr quatschen konnten. Ich finde das ja sowieso so schade, dass wir alle so weit auseinander wohnen. Also jetzt Laura wohnt in Bremen, Annika wohnt irgendwo bei Mannheim, Sina irgendwo bei Duisburg, ich wohne in Erfurt. Also das ist alles komplett, warte, stopp,
das ist alles komplett über Deutschland verstreut und das finde ich doof. Und meine Kamera fokussiert mich schon wieder nicht jetzt. Und es ist so schade, dass wir so weit alle weg wohnen. Also ist ja nicht mal so, dass wir in der Nähe wohnen, das ist fast eine Stunde Fahrt oder so. Nee. Also jeder fährt zu jedem so 3, 4, 5 Stunden und das ist schon böse. Und das ist so schade, weil sonst könnte man sich ja auch viel öfter sehen als immer noch auf der Buchmesse. Aber die Mädels und ich von Freitag, sag ich mal, unser Fünfer-Trüppchen. Ich grüße euch alle. Sina, Annika, Jenny, Janina, hallo. Wir haben beschlossen, dass wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal außerhalb der Messe treffen und uns ein schickes Wochenende machen. Wie das Ganze dann aussieht, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Vielleicht machen wir Wellness, haben wir gestern schon gesagt. Auf jeden Fall war die Buchmesse für mich ein voller Erfolg. Es war super schön, es war super lustig. Wenn auch ein bisschen stressig, aber definitiv nicht so stressig wie letztes Jahr. Und ja, ich höre jetzt auf zu labern. Das wird sonst wieder viel zu langes Gelaber hier in dem Video. Und ich bin total rot gerade in der Kamera. Ja, ich gehe jetzt erstmal nach Hause frühstücken und bis später. Ach so, und gelesen habe ich nichts in den 2 Tagen. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love. I need your love. Es ist inzwischen Sonntag Nachmittag. Ich habe heute nicht mehr viel gemacht. Ich habe noch angefangen, den Messevlog zu schneiden. Schon mal so ein Stück. Ich glaube, der Messevlog wird recht cool werden. Wir hatten ja auch super viel Spaß. Und ja, mal gucken, wann ich es dann schaffe, den irgendwie mal fertig zu schneiden. Weil ich muss ja auch noch diesen Wochenvlog dann noch schneiden. Und dann muss ich auch noch so ein paar Videos drin. Ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das machen soll die Woche. Muss ich mal gucken. Und ja, jetzt gehen wir gerade mit dem Hund noch ein Stückchen spazieren. Also wir im Sinne von, da rennt mein Freund mit Hund. Und ich dackel gerade hinterher, weil ich mit euch rede. Und ja, ansonsten passiert heute auch nicht mehr viel. Und falls wir uns nicht noch mehr hören, sage ich schon mal, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Vlog. I come alive. I need to be free with you tonight.